Servus und herzlich willkommen zur neuen Reihe Let's Play Cooking Simulator. Ich hatte ja schon vor einigen Monaten, als mein Kanal noch ganz jung und frisch war, einige Videos zum Pizza Simulator bzw. zum Cooking Simulator Pizza DLC veröffentlicht. Damals hatte ich da ganz schön viel Spaß und habe es dann leider irgendwann sein lassen, weil ich mich dann doch sehr auf die Formel 1 Karriere fokussiert habe. Jetzt aber habe ich mal wieder Lust, so ein bisschen in dieses nette Simulationsspiel hier reinzugucken. Und wir haben tatsächlich immer nur den Pizza-DLC gespielt und ich habe nie den eigentlichen Cooking Simulator ausprobiert, außer vielleicht mal 3 Minuten reingeschaut. Und ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal gemeinsam an. Ich habe mega Lust darauf. Ja, wir gehen also hier jetzt in den Karrieremodus rein. Die klassische Küche, da können wir noch ein Tutorial dabei haben. Ich finde die moderne zwar irgendwie auch nett, aber ich glaube, ich sollte am Anfang erstmal das Tutorial spielen. Willkommen zum Kochsimulator. Wie du schon bemerkt hast, hat das Restaurant, in dem du angestellt bist, nicht die beste Bewertung. Deine Aufgabe ist es, es wieder zu altem Glanz zu verhelfen und ein Höchstmaß an Prestige zu erreichen. Der letzte Koch hat die Küche bedeckt mit Haftnotizen hinterlassen. Vielleicht werden sie dir nützlich sein. Viel Glück! Okay, schauen wir uns mal um in unserer wunderschönen Küche. Eine Dartscheibe haben wir da, das finde ich schon mal super. Ich bin großer Fan von Darts. Ansonsten eine Mikrowelle, was haben wir hier? Ein Mixer, was ist das hier Schönes? Ach, ein elektrischer Zerkleinerer. Eine Grillplatte haben wir auch. Ja, unser Herd sieht nicht mehr so frisch aus an der Stelle. Auch hier sieht es nicht so gut aus und wir sollen auch gleich telefonieren. Aber ich wollte gleich mal gucken, was denn hier in der Küche alles so unterwegs ist. Ein paar Pfannen haben wir vielleicht, beziehungsweise eine hier unten. Okay, haben wir hier noch ein bisschen mehr? Ne, da ist alles leer. Wahrscheinlich müssen wir jetzt nach und nach erstmal ein paar Equipments kaufen. Ah, hier ist der Herd. Was ist das dann hier? Ach, das ist wahrscheinlich eine Fritteuse. Ach ja, klar, hier sieht man ja auch die Markierungen, logisch. Das sollte die Fritteuse sein. Okay, haben wir noch irgendwas Interessantes? Hier haben wir zumindest ein paar Kräuter. Petersilie, immerhin. Also es sieht so aus, als ob wir da am Anfang auch mit relativ wenig Zutaten starten. Aber das ist gut, wenn es am Anfang noch ein bisschen übersichtlicher bleibt, würde ich sagen. Gehen wir also mal zum Telefon. Okay, wir müssen den Gas jetzt zum Laufen bringen. Das heißt, wir schnappen uns unser Telefon und jetzt reparieren wir ihn. Einen Moment, werfen, reparieren. Hier, ich will nicht das Handy, aber wir können es auch mal werfen. Hoppala. Ach, dieses Spiel ist einfach zu witzig. Es gefällt mir jetzt schon wieder. Jetzt also erstmal hier den Gasherd reparieren. Geld. Versuche nicht bankrott zu gehen. Fast alles in der Küche kostet Geld. Teller, Produkte und vor allem Reparaturen. Nimm nicht mehr, als du brauchst und behalte deine Bilanz im Auge. Wenn du kein Geld mehr hast, bist du raus aus dem Geschäft. Alles klar, der wird jetzt hier in 1,5 Minuten repariert. Einer erledigt, 4 übrig. Okay, ich glaube, wir sollen jetzt noch die anderen Sachen reparieren. Hier die beiden Backöfen. Wenn wir da das Geld dafür haben, das wird der dann schon passen. Hier einmal reparieren, 3 Minuten, hier einmal reparieren. Ah ja, noch haben wir 2300 Geldeinheiten, das passt doch. Ach, jetzt steht hier auch, das kostet 50, sehe ich das richtig? Aber wie kann ich den jetzt hier nochmal reparieren, einschalten? Ach so, nee, das haben wir... Ach, besetzt, ah, okay, wir können nicht, das dauert hier noch ein bisschen alles. Da müssen wir also noch kurz warten. Ach nee, jetzt hier verstehe ich das Ganze. Man kann hier unterschiedliche Reparaturfirmen beauftragen, die dann unterschiedlich lange brauchen und unterschiedlich viel kosten. Na, dann nehmen wir doch was, was nicht so lang dauert, beziehungsweise was nicht so viel kostet. Ich denke, das ist erstmal wichtiger. Handyman, die brauchen aber relativ lang. 75 Credits, Repair, die haben doch hier noch die Möglichkeit. Okay, wunderbar. Wir können also einmal das Telefon wieder weglegen. Und auf geht's zu einem Karton. Ich nehme mal an diesen hier. Und jetzt können wir einmal hier reingucken, was es alles so gibt. Und wir sollen, ja, aktuell gibt es nicht so viel. Wir können uns aber einen Mixer kaufen. Das hilft doch schon mal. 250 Credits kostet der Spaß. Aber wir haben jetzt nur noch 500. Ist das jetzt irgendwie eine andere Anzeige? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Gut, wir kaufen uns auf jeden Fall das ganze Ding hier. Oder haben jetzt die Reparaturen so viel gekostet? Naja, wie auch immer. Wir haben auf jeden Fall einen Mixer. Das ist schon mal nicht schlecht. Legen wir ihn mal in die Mitte. Ein bisschen schöner vielleicht. Okay. Präzise Umgang mit Werkzeug. Der präzise Umgang mit Werkzeug in der Küche ist entscheidend. Wenn du Shift gedrückt hältst, öffnen sich neue Möglichkeiten, das zu bearbeiten, was du gerade in der Hand hältst. Okay, kein perfektes Deutsch, aber macht nichts. Kein Problem. Shift, was ist, was passiert denn? Ah, okay, dann können wir hier den Mixer hin und her bewegen, anstatt uns komplett zu bewegen. Wie auch immer, wir legen ihn erstmal wieder ab. Perfekt. Abholen. Kartonschachtel. Lege es im markierten Bereich ab. Okay, was für eine Kartonschachtel sollen wir abholen?
Ach so, wir sollen den Mixer dorthin legen. Hab's verstanden. So, einmal Mixer hier hin. Wunderbar. Nee, wir sollen was anderes abholen. Kartonschachtel, okay. Verstehe ich jetzt nicht. Okay, ich glaube, wir sollen den Karton tatsächlich hier hinstellen. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, jetzt hat Le. Okay, dann können wir den Mixer wieder hier rüberstellen. Und wir brauchen noch ein Backblech, zwei Töpfe, ein Schneidbrett, ein Messer, eine Pfanne und einen Spatel. Ja, dann gucken wir hier mal. Das ist wahrscheinlich alles, was hier auf der Liste ist. Jetzt haben wir auch urplötzlich wieder mehr Geld. Es ist sehr irritierend. Gut, wir haben ein Backblech. Das sollten wir vielleicht... Ja, wir legen es mal hier in die Mitte. Was haben wir noch? Zweimal einen großen Topf. Einmal. Den können wir vielleicht hier runter irgendwo stellen. Hier ist ein Teller. Dann stellen wir doch das am besten mal hier unten hin. So, dale. Und dann noch einen zweiten großen Topf. Huch, hoppala. Ein bisschen Training am Morgen. Ach, wir wollen schon eine saubere Küche haben. Schön aufräumen alles. Perfekt. Ein Messer haben wir natürlich auch. Das kommt in unserem wunderschönen Messerblock. Dann brauchen wir noch eine Pfanne. Das kommt hier runter am besten. Hier, da haben wir doch schon was. Ein Wok oder was das ist. Wunderbar. Ein Schneidbrett und ein Spatel. Einmal Schneidbrett. Das würde ich sagen, kommt jetzt einfach mal... Ja gut, hier ist ein Messer. Dann packen wir doch hier das Schneidbrett auch hin. Dann sind wir auch näher an der Spüle. Und dann kommt noch als letztes ein Spatel. Dem sollten wir dann wahrscheinlich auf dem Gasherd agieren. Deshalb würde ich ihn jetzt auch mal da in die Nähe legen. Dann geht's einmal zurück zum Laptop. Was dürfen wir denn jetzt hier Schönes machen? Rezepte. Okay, wir brauchen Rezepte. Eieiei, das ist ja hier ganz schön übersichtlich, wollte ich gerade sagen. Kaufe ein Rezept für gebackene Forelle, indem du auf die markierte Schaltfläche klickst. Okay, gebackene Forelle. Lachssteak und gekochte Kartoffeln. Okay, und das letzte eine Tomatensuppe. Das sind wohl die ersten Gerichte, die wir kochen müssen. Ich glaube, das andere können wir uns auch nicht leisten. Da braucht man hier eine bestimmte Anzahl an Punkten. Gut, dann brauchen wir noch Gewürze. Da gehen wir, glaube ich, wieder in den Laden, beziehungsweise wir können hier in den Karton gucken. Und dann müssen wir bei Gewürzen jetzt erstmal Salz kaufen. Haben wir das. Und dann gibt es noch schwarzer Pfeffer, Cayennepfeffer, Pulver, Dill getrocknet, Meerrettich getrocknet, Thymian getrocknet. Das alles werden wir jetzt erstmal noch brauchen. So, wir haben alle Gewürze gekauft und auch mal hier parat gestellt. Als nächstes dürfen wir noch Flüssigkeiten kaufen. Wahrscheinlich meinen sie Öl und sowas, oder? Hühnerbouillon, saure Sahne und Sonnenblumenöl, genau so wird es sein. Dann kaufen wir das eben auch. Hühnerbouillon, saure Sahne und Sonnenblumenöl. Benachrichtigungen. Schau, jemand hat ein Essen bestellt. Jedes Mal, wenn ein Kunde etwas bestellt, wirst du in der oberen linken Ecke des Bildschirms benachrichtigt. Benachrichtigungen werden auch angezeigt, wenn du nur noch eine Minute Zeit hast, um ein Gericht fertigzustellen, wenn du zu spät dran bist oder ein Gast nicht mehr warten möchte und nach Hause geht. An die Arbeit. Alles klar, wir müssen erstmal Fisch kochen. Hier oben sehen wir jetzt also auf dem Bildschirm die gebackene Forelle. Und hier ist tatsächlich das Gericht. Ich glaube, wir werden jetzt aber auch durchgeführt. Das Rezept steht hier auf jeden Fall dran. Wir müssen einmal zum Kühlschrank und uns die Forelle rausschnappen. 200 Gramm kosten 7 Credits. Und da muss das einmal aufs Schneidbrett hier gelegt werden. Das macht Sinn. Das Schneidbrett kann noch ein bisschen hier näher ran. Dann kann ich auch leichter darauf schneiden. 5 Gramm schwarzen Pfeffer, Dill und Thymian. Okay, ach ja, hier oben steht es auch. Nimm Forelle, würzen mit schwarzer Pfeffer. Was ist denn los mit mir? Schwarzer Pfeffer, Dill und Thymian. Können wir nicht einfach mehrere Sachen in die Hand nehmen? Ja, wahrscheinlich müssten wir einen Korb oder sowas nehmen. Gut, also, was haben wir denn jetzt hier nochmal? 5 Gramm von allem. Würzen wir den ganzen Spaß mal. Menge zu 5, nee, 1 Gramm streuen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das sieht schon mal gut aus. Dann haben wir Dill getrocknet. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Und noch der schwarze Pfeffer. So, 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Jetzt sollen wir die Forelle nehmen und auf ein Backblech legen. Gar kein Problem, das kriegen wir hin. Und in den Ofen damit. Okay, das ging jetzt aber doch schon relativ schnell. Ich gucke jetzt mal hier. Backblech ist 90 Sekunden lang backen, dann mit Meerrettich würzen und auf den Teller geben. Und das war's schon. Und nebenher müsste man dann noch Zitronenviertel schneiden.
Okay, und dann garnieren mit Petersilienblätter. Alles klar, das sieht relativ einfach aus. Dann machen wir das doch ganz, das Ganze mal. Packen das hier in den Backofen. Egal auf welcher Schiene. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay, gut. Rein damit. Das Drehrad. Lass es sie für 90 Sekunden drin. Ja, okay. Ja, das wird schon passen. Ich habe jetzt keinen Überblick, was 90 Sekunden sind, aber das wird schon passen. Wir kaufen uns nebenher auf jeden Fall eine Zitrone. Und die werden wir jetzt erstmal ein bisschen schnippeln. Schneide mit dem Messer, okay. Shift gedrückt zu halten, okay. Shift gedrückt zu halten. Aha. In vier. Okay, vier Stücke, alles klar, vier Stücke. Das können wir machen. Zack. Zack. Okay, jetzt können wir das vielleicht noch. Ne? Wie kann ich denn jetzt drehen? Ist das. Ah, hier so. Uiuiui. Und zack. Wunderbar. Zitronenviertel. Ich glaube, jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis das Backblech, bis die Zitrone. Ach, was ist denn los mit mir? Bis der Fisch fertig gegart ist, gebraten ist. Ich weiß es auch nicht. Hätten wir hier einen Timer stellen können irgendwo? Wahrscheinlich schon. Hier haben wir einen Schwamm. Na gut. Apropos, ich kann doch hier eigentlich mal unseren Ding aufhängen, unseren Spatel aufhängen. Ach, hier ist eine Uhr. Ja gut. Der wird uns schon sagen, wann das ganze Ding fertig ist, würde ich mal hoffen. Währenddessen können wir schon mal den Meerrettich holen und Petersilienblätter. Das brauchen wir nämlich noch. Meerrettich. So. Okay, was ist jetzt hier los? Gebe Forelle auf Teller Basic. Okay, dann schnappen wir uns jetzt hier einen Teller. Und dann können wir hier die Forelle rausholen. Perfekt. Super. Dann kommen noch 5 Gramm Meerrettichpulver hier oben drauf. 1, 2, 3, 4, 5 Gramm. Und nimm die Zitronenviertel. Aha. 1. 2, 3, 4. Okay, wunderschön. Jetzt haben wir da eine Zitrone verloren. 3-Sekunden-Regel. So, zack. Okay, hätten wir das erledigt. Und dann noch 3 Petersilienblätter. 1, 2 und 3. Ja, das sieht doch wundervoll aus. Jetzt müssen wir es nur noch servieren, so wie es hier steht. Ab, zack. Hervorragend. Mach ein Foto von deinem Gericht. Das machen wir doch sehr gerne. Da ist es, unser schönes Foto, unser erstes Essen hier im Cooking Simulator, gebackene Forelle mit Zitronenhälften und Petersilie. So, dann dürfen wir einmal unser Gericht hier abschließen. Einmal geht es in den Essensaufzug und ja, wir haben es geschafft. 5 Sterne für alles. Wunderbar. Ruhm und Kochpunkte dazu gewonnen und ein bisschen Geld bekommen, sogar Trinkgeld, 10 Credits. Gar nicht so übel. Okay, wir dürfen jetzt einen Perk auswählen, nachdem wir ein paar Ruhmpunkte bekommen haben. Und hier steht es dran, dieser Perk ist ideal für neue Spieler, ruhige Hände. Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Okay, wir haben 3 Fähigkeitenpunkte auch noch verfügbar. Und ich würde mal sagen, wenn ich hier so drüber scrolle, mehr Zeit für Gerichte ist sicherlich nicht so verkehrt. Was haben wir noch? Langsameres Abkühlen, das finde ich auch nicht übel. Und was haben wir noch so Schönes? Geschmackstoleranz. Nein, wir kochen schon gut, das geht klar. Mehr Trinkgeld, günstigere Rezepte, okay, das ist vielleicht auch nicht schlecht, aber günstigere Produkte finde ich vor allem auch gut am Anfang, dass wir da nicht so viel Geld ausgeben müssen. Das sollte also passen. Tag 2 für uns, ich würde sagen, den machen wir heute noch in dem Video. Okay, wir haben also noch einen Tag im Tutorial, ein bisschen Hilfe und als erstes geht's ans Lachssteak. Okay, und gekochte Kartoffeln, da bin ich mal gespannt, wie wir das hinkriegen. Wir müssen erstmal einen großen Kochtopf uns schnappen und 1 Liter Leitungswasser einfüllen. Ich schätze mal, das machen wir hier. Genauso ist es auch. Interagieren. Okay, linker Griff, rechter Griff ist kalt. Gut, ist ja Wurst, oder? Ja, kaltes Leitungswasser. Okay. Jetzt geht es wieder ums Timing. 1 Liter haben wir perfekt getroffen. Ja, haben wir doch, Menschenskinder. Und jetzt? Genau, nochmal gießen.
Ja, Freunde, das haben wir doch schon gemacht. Okay. Ich kann auch nochmal hier hinkommen. Okay, jetzt ist es zu viel, aber scheinbar reicht es jetzt. Gut, dann müssen wir 20 Gramm Salz hinzugeben. Wo ist denn unser Salz? Ach ja, das haben wir noch gar nicht hier. Schnappen wir uns das Salz und 20 Gramm da rein. Wunderschön. 1, 2, 20 Gramm. Zwei Kartoffeln kaufen, während du den Topf festhältst. Okay, das ist ein guter Hinweis. Dann muss ich das nicht extra hier rein werfen. Dann passiert das automatisch. Zwei Kartoffeln, das sind 300 Gramm, wunderbar. Und jetzt geht's aufs Kochfeld damit. Einmal rauf und koche Kartoffeln. Ja, sollen wir es jetzt anmachen oder nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Gut, dann geht's an das Lachssteak. Da holen wir uns ein Lachsfilet raus. Auf das Schneidbrett damit. Mit Salz und schwarzem Pfeffer würzen. Alles klar, machen wir. 5 Gramm Salz. Chip. So, 1, 2, 3, 4, 5. Und ein bisschen Pfeffer. Wunderbar, hatten wir das auch. Das Braten mit Öl. Okay, wir brauchen eine Pfanne. Ja, das kriegen wir hin. Da haben wir doch eine. Gekauft extra. Wunderschöne Edelstahlpfanne. Einmal auf das Kochfeld damit. Etwas Sonnenblumenöl, etwa 10 Milliliter, alles klar, machen wir. So. Okay, wir schaffen das. Hopsa, okay. 3, 6, zack, perfekt. Einmal den Lachs in die Pfanne, sollte man nicht vorher die Pfanne anmachen. Ich glaube, das wäre schlau, aber gut, dann lassen wir das eben. Zack. Brate das Steak 60 Sekunden lang. Okay, okay, okay. An. Okay. Gut, jetzt können wir beim Kochen hier zugucken, so wie es scheint. Denn, ja, das war's dann auch schon. Gewürzt ist es ja auch schon. Das heißt, es ist tatsächlich nur hier relativ langweilig Lachsfilet mit Kartoffeln. Und die sind auch in Kürze fertig. Jetzt sehen wir hier auch die Anzeige. Das ist gut. Müssen wir den Lachs vielleicht mal wenden eigentlich? Nehmen ein Brett nur auf der Haut. Ich glaube, das passt schon. Sonst würden sie uns das schon sagen. Ach, hier ist ja auch ein Timer. Okay, das brauchen wir dann vielleicht auch, wenn wir nicht das Tutorial dabei haben. Gut, die Kartoffeln sind fertig. Das heißt, wir schnappen uns einen Teller. Packen die Kartoffeln hier raus. Uno, due. Wunderbar. Dann kann man einmal nachher den Herd wieder ausschalten. Ah, und wir sollen jetzt doch einmal das Lachsfilet umdrehen. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Und jetzt? Drehen. Drehen. Jawohl. Gut, haben wir es gemacht. Ach, von hier auch noch 60 Sekunden. Ja, wundervoll, das machen wir. Gut, das Kochwasser können wir, glaube ich, einmal rauskippen. Genau, einmal das erledigt. Und das Lachsfilet dauert noch ein paar Sekunden. So, das Lachsfilet scheint gleich fertig zu sein. Dann können wir doch gleich mal hier den Gasherd ausmachen. Ich warte noch. Genau, jawohl. Einmal aus und rauf aufs Teller damit. Das sieht doch jetzt super schön angerichtet aus. Stelle die Schüssel auf das Servierregal. Schüssel? Wir hätten eine Schüssel nehmen sollen. Naja, egal, das passt schon hier. Einmal Lachs mit Kartoffeln, bitte. Foto können wir nochmal machen hier. Wunderschön, so hier ganz ohne Kräuter oder ähnliches. Relativ schlicht, aber so geht halt jede Küche nun mal los. Jeder Sternekoch fängt auch mal an. Gut, hauen wir es raus. Lachssteak mit gekochten Kartoffeln. Geschmack und Umsetzungszeit und Gesamtpunktzahl, alles gut. Geschmack, ja, nicht ganz perfekt. Da fehlt uns ein bisschen was. Ich weiß jetzt nicht, woran es lag. Salz zu viel bei den gekochten Kartoffeln. Okay, interesting. Da hatten wir eher zu viel Wasser als zu viel Salz. Aber gut, naja, dann ist das eben so. Es war trotzdem wunderbar. Okay, einmal Tomatensuppe haben wir noch heute. Das dürfen wir auch noch machen. Einen großen Topf, alles klar. Die Frage ist, ob der jetzt gespült ist. Naja, ich habe es vorhin rausgeschüttet. Das wird schon passen. Nehmen wir einfach denselben. Und dann kommen einmal 700 Milliliter Hühnerbrühe hier rein. Gut.
Vorsichtig. So, gleich haben wir es. So, 706, ein bisschen mehr, passt schon. Haben wir es weg. Gut, 12 Gramm Salz sollen wir da reingeben. Das können wir auch gerne einmal machen. 1, 2 und 12. Wunderbar, hätten wir das. Dann 12 Gramm schwarzer Pfeffer. Eins, zwei. Wunderbar. Und Cayennepfeffer 6 Gramm. Ein bisschen scharf wird es also. Cayennepfeffer ist ja nichts anderes als gemahlene Chilischoten. 1 und 2. Wunderbar. 6 Gramm. Packen wir mal das Gewürz alles hier hin, erstmal vorübergehend. Und dann sollen wir jetzt noch 8 Tomaten hier reingeben. Das wird dann wahrscheinlich zusammen gekocht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, wunderbar. Das sind wohl Bio-Tomaten. Darum waschen wir sie ja auch nicht an der Stelle. Und eine Zwiebel kommt natürlich auch noch mit rein. Werden wir die vorher... Ah ja, wir haben sie schon geschält. Wunderbar. Okay. Dann jetzt einmal hier auf den Herd und 60 Sekunden lang aufkochen. Das machen wir doch gerne. Achte auf die Zeit, hieß es jetzt gerade nochmal. Dann werden wir doch hier irgendwie jetzt... Okay, Timer einstellen. QW. Okay, machen wir noch 40 Sekunden. Ich glaube, das passt dann schon. Und dann holen wir es hier raus. So, ich glaube, gleich sind wir hier fertig. Die komplette Mischung ist noch nicht durchgekocht, aber ich glaube, die 60 Sekunden für Tomate und Zwiebel sind um. Und wir sollen jetzt einmal alles miteinander vermischen. Ich nehme an, Sie meinen, dass wir hier jetzt den Mixer einmal verwenden werden. Dann holen wir uns den doch. So, einmal rein damit. Schalte die Hitze ab. Ja, genau. Und dann, okay, nach oben und nach unten bewegen mit Q und E. Jawohl, perfekt. Das war's schon. Super. Einmal in die Spüle damit. Okay, geht nicht. Wir legen einfach so ab. Und dann kommt noch ein bisschen saure Sahne hier rein zum Abschmecken. 150 Milliliter. Vorsichtig. So, das passt ungefähr. Schüssel haben wir und 300 Milliliter rein damit. Nimm den Topf und ziele auf die Schale. Drücke, okay. Oh je, je, aus dem Topf rausgießen, na, das wird ja witzig. Schaffen wir das? Uiuiuiui. Okay, 300 Milliliter. Sieht ein bisschen dünn aus, oder? Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Okay, jetzt haben wir das. Oh oh. Okay, ich glaube, wir haben ein bisschen verkackt und es ist irgendwie alles auf die Seite. Hä? What happened here? Keine Ahnung, wischen wir das mal auf oder so ähnlich. Reinigen. Ich glaube, wir sollten das nochmal machen. Auch wenn jetzt hier... Das eigentlich heißt, wir sollen das Gericht servieren. Wir probieren es jetzt einfach nochmal. Okay, also ganz vorsichtig. Zack. Und nochmal ein bisschen. Zack. 315, das passt doch jetzt, oder? Ich hoffe, jetzt läuft es auch nicht über. Ganz vorsichtig. Aber so wirklich lecker schaut jetzt die Tomatensuppe nicht aus, ne? Ich würde am liebsten noch Kräuter draufpacken. Okay, geben wir es mal ab und gucken, was die Leute sagen. Ja, denen schmeckt's. Alles wunderbar? Gut, dann wäre das erledigt. Und ich würde sagen, die gebackene Forelle, die machen wir jetzt noch kurz. Ja, zum ersten Mal dürfen wir das alleine machen. Ich weiß ja noch ungefähr, wie es geht. Wir müssen uns hier eine Forelle kaufen, dann wird die erstmal kräftig gewürzt. Und zwar haben wir hier, was war es noch gleich? Schwarzer Pfeffer, Thymian und Dill. Schwarzer Pfeffer. Super, dann haben wir Thymian und Dill. Also 3, 4, 5. Okay, Moment, da ist jetzt, ging jetzt eins daneben, glaube ich. Machen wir nochmal eins drauf. Und dann haben wir noch ein bisschen Thymian.
1, 2, 3, 4, 5. Das passt und dann wird das Ganze ja in den Ofen gelegt. Einmal rein damit. Na komm. Einmal rein damit. An das Teil und dann stellen wir einen Timer auf. Wie lang noch gleich? 90 Sekunden. Das kriegen wir jetzt mittlerweile auch hin. 90 Sekunden, also 80 ab jetzt ungefähr, das passt. Gut, dann haben wir noch Meerrettich und die Zitronenviertel, genau, das müssen wir jetzt noch machen, schnell. 4 Zitronen, nee, eine Zitrone. Und die in 4 Viertel trennen. Einmal so. Ach, jetzt verstehe ich das mit dem, man hält quasi mit Shift jetzt die Sachen, dass sie nicht auseinanderfallen. Das finde ich gut. Okay, Moment. A und D. Na komm. Zack. Perfekt. Haben wir das in 4 Viertel geschnitten. Dann genau, holen wir gleich noch einen Teller. Und dann gibt es auch noch die Petersilienblätter. Das machen wir dann am Ende noch. Holen wir uns einen großen Teller oder einen Basic Teller. Ich glaube, Basic Teller, das reicht. So. Müssen wir nur noch kurz gucken, wie lange die Forelle dauert, aber der Timer läuft ja noch. Noch 15 Sekunden, perfekt. Okay, der Timer klingelt. Die Forelle ist auch fast fertig. Jetzt habe ich gerade gesehen, ich glaube, ich mache nochmal kurz an. Ja, ist ja gut, Leute. Menschenskinder. Perfekt, fertig mit der Forelle. Einmal aufs Teller damit. Dann kommen die Zitronenviertel oben drauf. Ach nein, Moment, Moment, Moment. Wir brauchen erstmal noch Meerrettich getrocknet. 1, 2, 3, 4, 5. Auf der Zitrone ist auch ein bisschen Meerrettich, aber das passt schon. Dann kommen die Zitronen hier oben drauf. Zack, wunderschön geschnitten, vor allem die Viertel. Und dann noch Petersilienblätter. 1, 2. Und 3. Perfekt. Unsere erste ohne Tutorial gebackene Forelle. Geben wir das gleich ab. Ein Erinnerungsfoto noch, weil wir es ja drauf haben. Und Cheese. Perfekt. Und ab damit. Gebackene Forelle. Hoffentlich kriegen wir da eine 5-Sterne-Wertung. Aber ich glaube nicht, dass wir irgendwas falsch gemacht haben. Perfekt. Super. Punkte haben wir auch bekommen. Ruhm haben wir auch genug. Das heißt, ich glaube, wir haben es geschafft heute. Und dann würde ich sagen, erleichtern wir uns das Kochen auch ein bisschen. Nehmen wir hier einmal das Ganze, dass es weniger schnell anbrennt, wenn mal doch irgendwas schief geht. Ich denke, wir werden in den nächsten Tagen da mehr zu tun haben. Dann haben wir hier, was nehmen wir denn noch? Ja, Reparaturen kosten weniger, nehmen wir das doch auch gleich. Und hier, das Kaufen von Rezepten kostet weniger, dann kommen wir da wahrscheinlich auch schneller voran. Und wir dürfen jetzt hier ein Rezept freischalten tatsächlich. Entweder Schweinekoteletts mit Bratkartoffeln oder ein einfacher ukrainischer Borscht, eine Fleischsuppe, soweit ich weiß. Und ich würde jetzt an der Stelle einfach mal hier die Schweinekoteletts nehmen. Das ist das Rezept. Schweinekoteletts, Salz, schwarzer Pfeffer, Thymian, Sonnenblumenöl, Schweinekoteletts braten, Kartoffeln. Ja, das kriegen wir doch hin, würde ich sagen. Das heißt, wir wählen die Schweinekoteletts. Tag 3. Heute soll ein Restaurantkritiker kommen, aber ich würde sagen, das machen wir dann erst im nächsten Video. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten und dann sehen wir uns am nächsten Tag wieder hier in unserer neuen Umgebung, in unserer schönen, tollen neuen Küche, wo wir doch hoffentlich den ein oder anderen Gast davon überzeugen, dass es wir so richtig drauf haben hinter den Kochlöffeln sozusagen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus. So ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da, abonniert den Channel und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut bis dahin. Ciao und Servus.